Sie sind hier, 16. November 2018, 21.38 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Tatjana Höfner beendet ihre Karriere. Urheberrecht Getty Images. Rodel Olympiasiegerin Tatjana Höfner beendet nach der aktuellen Saison ihre Laufbahn. In einem Interview nennt sie Gründe für diese Entscheidung. Rennrodel-Olympiasiegerin Tatjana Höfner wird nach dem kommenden Weltcup-Winter ihre Karriere beenden. Es wird definitiv meine letzte Saison sein, sagte die 35-Jährige der Magdeburger Volksstimme. Die Blankenburg-Erin gewann neben einem kompletten Medaillensatz bei Olympischen Spielen, darunter der Goldmedaille 2010 in Vancouver im Einzel 38 Weltcuprennen sowie 5 WM-Titel. Höfner begründet ihre Entscheidung vor allem mit den gesundheitlichen Problemen in den vergangenen Jahren. Vor den Winterspielen in Pyeongchang im Februar etwa hatte sie eine Nervbündelentzündung im Rücken geplagt, die sich auf das rechte Bein auswirkte. Sie startete dennoch und verpasste als Viertplatzierte ihre vierte Olympiamedaille knapp. Höfner bricht sich Rippe. In der Vorbereitung auf ihre 14. und letzte Weltcup-Saison brach sie sich bei einem Trainingssturz eine Rippe, zuletzt setzte sie eine Lebensmittelvergiftung außer Gefecht. Im kommenden Weltcup-Winter, der für die Rodlerinnen am 24. November in Innsbruck beginnt, verfolgt Höfner aber noch ein großes Ziel. Ich möchte noch eine WM-Medaille gewinnen, sagte sie im Hinblick auf die Heim-WM in Winterberg 21. bis 27. Nach ihrer Karriere wird Höfner, die neben ihrer Rodellaufbahn Kinderpädagogik in ihrer Wahlheimat Erfurt studiert hat, voraussichtlich einen Posten bei der Bundeswehr besetzen. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.